Warum musste Mark Lombardi sterben? Seine Bilder entlarven die Netzwerke der internationalen Wirtschaftskriminalität. Kunst im Fadenkreuz des FBI. Es war im September 2001, nur wenige Tage nach den Anschlägen von New York und Washington. Ein FBI-Agent betritt das Whitney Museum in New York. Er ist auf der Suche nach Informationen über Osama bin Laden und dessen Finanzierungsnetzwerk BCCI in einem Kunstwerk. Der New Yorker Künstler Mark Lombardi hatte sich schon Jahre zuvor für den Paten des Terrors interessiert und seine Verwicklungen in das US-Bankensystem in einem detaillierten Diagramm nachgezeichnet. Offensichtlich genauer als das FBI. Das war ein bahnbrechender Moment, der die Kunstgeschichte verändert hat. Natürlich gab es auch früher politische Künstler. Aber ich glaube nicht, dass jemals der Geheimdienst eines Landes das Werk eines Künstlers untersuchte, um Informationen zu sammeln. Der Mann, der internationale Terrornetzwerke, Wirtschafts- und Politkrimis als grafische Kunstwerke darstellte, wurde im April 2000 in seinem Studio in einer ehemaligen Fabrik in Brooklyn tot aufgefunden. Erhängt. Mark Lombardi sammelte besessen Informationen, immer auf der Suche nach geheimen Machenschaften in Politik und Wirtschaft, nach unbekannten Verbindungen zwischen Regierungen, Verbrechern, Konzern und Mafiabossen. Der Kern meiner Arbeit ist Forschen und Zeichnen, die grafische Darstellung von Informationen. Darüber hinaus habe ich nichts zu sagen. Die riesigen Netzwerkzeichnungen von Mark Lombardi sind von einer eigenartigen Schönheit. Wie wuchernde Mikroorganismen, wie Käfer, Spinnennetze oder Sternenbilder sehen sie aus. Doch hinter der Schönheit lauern Verschwörungen und Verbrechen. Man fängt an, die Namen zu lesen. Osama bin Laden, George Bush, saudi-arabische Banken und texanische Ölfirmen. Und plötzlich ist man mittendrin in einem Thriller. Eines von Mark Lombardis Lieblingsthemen waren die Verwicklungen des heutigen amerikanischen Präsidenten in die Machenschaften der Ölindustrie. Kurz vor Ausbruch des ersten Golfkrieges 1991 verkaufte George Bush Jr. ein Aktienpaket des texanischen Ölkonzerns Haken Energy für $850.000. Zwei Monate später wäre es nur noch ein Viertel wert gewesen. Bush bestritt, von den Kriegsplänen seines Vaters gewusst zu haben. Wir zeigten Marks Arbeiten oft Vertretern großer Konzerne. Sie waren begeistert und hätten sie gerne gekauft. Aber dann lasen sie die Namen auf den Bildern und meinten, naja, wissen Sie, der da ist unser Kunde und der auch. Ich denke nicht, dass wir ein solches Bild bei uns aufhängen sollten. Eines der ersten Netzwerkbilder Mark Lombardis wurde angeregt durch die Iran-Contra-Affäre der 80er Jahre. Hinter dem abstrakten Diagramm verbirgt sich eine beängstigende Wirklichkeit. Mit Hilfe des Sicherheitsberaters Oliver North hatte der Geheimdienst CIA illegal dem Todfeind Iran Waffen verkauft und mit dem Erlös den Aufstand der rechten Contras in Nicaragua finanziert. Unwillkürlich fragt man sich, was Mark Lombardi aus den Affären um den Irakkrieg und die fehlenden Massenvernichtungswaffen gemacht hätte. Ich war auf der Suche nach etwas, das die Ausdruckskraft eines Gemäldes hat und gleichzeitig eine Geschichte erzählt. Narrative Information. Ich nenne diese Zeichnungen narrative Strukturen. Lombardi hatte ein Archiv mit über 4000 Karteikarten, auf denen er Informationen aus Büchern, Zeitungsartikeln und Datenbanken sammelte. Nur öffentlich zugängliche Quellen. Er zeichnete ausschließlich mit der Hand. Computergrafik lehnte er ab. Wie ein Besessener arbeitete er Tag und Nacht. Seine Arbeitsweise war faszinierend intensiv. Oft arbeitete er an einem Werk 4 oder 5 Tage und Nächte ununterbrochen, ohne zu schlafen. Dann stellte er die Stereoanlage auf höchste Lautstärke, aber ohne Musik, nur weißes Rauschen, um jedes Geräusch um sich herum auszuschalten. Um die Ausdruckskraft seiner Zeichnungen zu steigern, experimentierte Lombardi mit einem Lichtkasten. Er zeigt die geheime Verwicklung des Vatikan zur Zeit Papst Paul VI. In einen internationalen Geldwäscheskandal unter Beteiligung der Mafia und amerikanischer Diplomaten. Im Juni 1982 wurde Roberto Calvi, Vorstand der Banco Ambrosiani, tot aufgefunden.
Wie ein Historiengemälde erzählt diese Grafik von Macht, Gier, Ritual und Mord. Ich fragte Mark, was soll einen italienischen Sammler davon abhalten, das Bild zu kaufen, nur um es vor der Öffentlichkeit zu verstecken? Und er sagte nur, ich hoffe, ich werde niemals so wichtig werden. Mark Lombardi fühlte sich verfolgt. Seine Kunstwerke enthielten äußerst brisante Informationen. Und er wurde immer bekannter. Die wichtigsten Museen kauften seine Bilder. Die meisten Leute, von denen ich meine Informationen beziehe, laufen immer noch herum. Und alle meine Quellen sind öffentlich. Aber es gab auch einige Fälle, in denen Journalisten ermordet wurden. Das ist tatsächlich passiert. Kurz vor seinem Tod war er in einer sehr schwierigen Phase. Er trennte sich von seiner Freundin, sein Auto hatte einen Totalschaden, sein Osama Bin Laden-Bild wurde von einer Sprinkleranlage zerstört, wenige Tage vor einer großen Ausstellung. Und er fühlte sich künstlerisch am Ende. Am 22. April 2000 wurde Mark Lombardi in seinem Studio gefunden, erhängt. Die Polizei stellte als Todesursache Selbstmord fest.